Leserinnen und Leser, herzlich willkommen zu einem neuen Autorengespräch rund um das Buch des Monats in der Zeitliteratur-Community. Mein Name ist Wenke Chanakakis. Ich verschwinde gleich in die Regie und bin dann im Chat den ganzen Abend für Sie da, sodass Sie es sich hoffentlich heute für einen ganz, ganz spannenden Literaturabend gemütlich machen können. Fast so, als hätten Sie ein paar Freunde zu sich eingeladen. Ich weiß nicht, ob Sie eben in den Chat geschaut haben. Ein paar Freunde aus Berlin, Marburg, Halle, St. Pauli, aber auch aus Athen, aus Florenz, Düsseldorf, Graz, Bad Wildungen, vom Bodensee, aus British Columbia, aus Geislingen, Budapest, Bad Soden und sogar aus Kapstadt. Die sind heute alle da, auf diesem virtuellen Buchsofa, um einen der erfolgreichsten deutschen Autoren endlich mal persönlich kennenzulernen. Für das gute Gespräch zum Buch des Monats sorgt eine andere Wenke heute Abend, und zwar Wenke Husmann von Zeit Online. Dort schreibt sie viel über Kultur, über Gesellschaft, übers Großwerden, über Gefühle und alle Unwägbarkeiten, die damit einhergehen. Und ihre Texte gehören bei Zeit Online häufig zu den beliebtesten Artikeln des Tages. Bitte holen Sie jetzt mit einem herzlichen digitalen Applaus Wenke Husmann hier zu uns. Wenke, schön, dass du da bist. Liebe Wenke, ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die warmen Worte, liebe Leserinnen und Leser. Ich freue mich auf einen anregenden Abend. Immerhin wird es um einige emotionale Großthemen der Menschen gehen, um Glauben, Gerechtigkeit, die Sinnhaftigkeit von Arbeit, um Liebe und schließlich um den Tod. Ich bin gespannt, was wir gleich draus machen werden. Vorweg ein kurzer Hinweis, ich arbeite mit zwei Bildschirmen, deswegen schaue ich vielleicht manchmal nach rechts. Ich bitte Sie, das nicht als unhöflich aufzufassen. Nun aber, Bernhard Schlink wurde vor 79 Jahren in Bielefeld als Sohn von zwei Theologen geboren. Er hat Jura studiert, dann öffentliches Recht, Sozialrecht, Rechtsphilosophie gelehrt an verschiedenen Universitäten, unter anderem an der Humboldt in Berlin. Er hat als Richter am Verfassungsgerichtshof von Nordrhein-Westfalen in Münster gearbeitet, sowie die ehemalige SPD-Regierung unter Gerhard Schröder damals 2005 mit der Vertrauensfrage vor dem Verfassungsgericht vertreten. In seinen ersten Bestseller hat Herr Schlink mit Mitte 40 geschrieben, ein Wälzer von 350 Seiten, der, ich glaube, inzwischen in der 30. Auflage vorliegt, Grundrechte, Staatsrecht 2. Ein paar Jahre später, nächste Bestseller, Polizei und Ordnungsrecht. Ich habe beide nicht gelesen. Aber ich habe natürlich den anderen internationalen Bestseller von ihm gelesen, wie wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen, die nicht juristische Prüfungen ablegen mussten, der Vorleser. Es folgten viele weitere Romane, Erzählbände, Essays, auch Sachessays und ebenso viele literarische Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz für den Vorleser. Und ich bitte Sie, mit mir ganz herzlich willkommen zu heißen, lieber Bernhard Schlink. Sie können sich jetzt gerne dazuschalten. Ja, Frau Husmann, vielen Dank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein, freue mich auf unser Gespräch. Ja, wir freuen uns wirklich auch. Man hat oft den Eindruck, in Ihren Büchern Ihnen sehr nahe zu kommen. Das ist eine Gewohnheit von vielen Leserinnen und Lesern. Und ich gebe es zu, wenn ich Privatbücher lese, geht mir das auch so. Aber gerade wenn ich von diesem Martin im späten Leben lese, dann sehe ich, so leid mir das tut, auch immer Sie, Herr Schlink, vor mir. Martin ist Jurist, wie Sie. Er lehrt an der Universität, wie Sie. Er hat einen Sohn, wie Sie. Und er schreibt, wie Sie. Und natürlich der Titel, das späte Leben. Wie viel Bernhard Schlink steckt in diesem Martin? Ach, Frau Husmann, 17%. Wie viel? 17%. Okay, können Sie sagen, welche Teile das sind? Ich finde, das ist schon eine sehr präzise Antwort auf die Frage nach den autobiografischen Anteilen. Und noch präziser will ich eigentlich nicht werden. Und Sie betonen ja auch immer, weil es natürlich Figuren sind, die Ulla und der David, die sind ja auch Figuren, die Sie sich ausgedacht haben, wo Sie jetzt gerade bei Prozentzahlen waren. Wie viel steckt von denen auch in Ihnen drin? Andersrum. Nochmal, wie viel steckt von was in was? Die Ulla und der David, also die Frau des Protagonisten und der ja. David sind ja nun auch Figuren, die Sie sich ausgedacht haben. Ja. Wenn man das Buch liest, hat man intuitiv das Gefühl, man,
Man setzt sie mit dem Martin gleich, aber es steckt sicherlich auch von Ihnen viel in der Ulla und in dem David. Können Sie das vielleicht sagen, wo Sie sich da auch mit denen identifizieren, obwohl die offensichtlich erstmal nicht so viel mit Ihnen gemeinsam haben? Nein, Frau Husmann, das kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich alle meine Gestalten liebe. Ich könnte nicht über sie schreiben, wenn ich sie nicht lieben würde. Ich liebe Martin, ich liebe Ulla und David. Und natürlich erinnert mich David in manchem an meinen Sohn, als er klein war, oder an meine beiden Enkelinnen. Und in Ulla erkenne ich dieses von dieser Frau wieder, die ich gekannt, vielleicht auch geliebt habe, und jenes von jener. Aber ich schlüssele die Anteile nie auf. Ich schlüssele sie nie auf nach dem, was andere Leute hineingebracht haben oder ich von anderen Leuten hineingebracht habe. Und ich schlüssele auch nicht auf, was von mir drin steckt. Können Sie erzählen, wie diese Geschichte in Ihrem Kopf entstanden ist? Was oder wer war zuerst da an Ideen? Frau Husmann, zu mir kommt immer der Plot. Ich weiß nicht, woher. Ich kann nur sagen, der Plot ist da. Und ich kann dann im Plot Stücke wiedererkennen, mit denen ich davor gespielt habe. Aber wie es zum Plot kommt und warum er einmal da ist und ich ihn schreiben kann, das kann ich nicht sagen. Ich kann dann im Rückblick sagen, bei diesem Roman spielt sicher eine Rolle, dass ich in einem Alter bin, in dem Geschwister sterben, Freunde sterben, Weggefährten sterben, dass ich in einem Alter bin, in dem es gilt, sich mit dem Tod ins Benehmen zu setzen. Aber es ist nicht so, dass ich mir zu diesen Themen eine Geschichte ausgedacht hätte, sondern es ist immer so, am Anfang ist die Geschichte da. Ja. Sie sagen das so, als würde sie en bloc da sein. Als würden Sie morgens aufwachen und das würde als fertige Narrativ dastehen? Oder ist es etwas, was Sie sehr lange begleitet und dann formt sich das eher so wie aus dem Nebel raus? Wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen? Den Prozess verfolge ich selber nicht genau. Ich freue mich, dass auf einmal die Geschichte da ist. Und wie gesagt, ich erkenne Elemente der Geschichte wieder, mit denen ich gespielt habe, aber vielleicht schon vor Jahren. Und ja, wie das dann sich zur Geschichte fügt, weiß ich nicht. Es fügt sich und ich freue mich und kann dann zu schreiben anfangen. Ja. Vor diesem Abend hatte ich Sie gebeten, ein Kapitel des Romans vorzulesen. Die Leserinnen und Leser mögen das immer sehr gerne, ich auch, weil man so ein bisschen den Sound dieses Romans besonders gut hört. Ich weiß ja jetzt auch nicht, ob wirklich alle ihn schon gelesen haben, was ich aber jedem empfehlen kann. Und Sie haben freundlicherweise mir sogar erlaubt, mir eines meiner Lieblingskapitel zu wünschen. Und da habe ich mich für das 8. Kapitel entschieden. Und wenn Sie so freundlich sind und das lesen, dann kriegen wir alle nochmal den Sound ins Ohr. Zu Hause setzte er sich mit seinem Kalender an seinen Schreibtisch. Innerhalb der nächsten Wochen stand die halbjährliche Zahnvorsorgeuntersuchung an, die jährliche Krebskontrolle beim Hausarzt, die Amtseinführung der neuen Präsidentin seiner alten Universität, Vorträge beim Rotary Club und in einer Schule, die er Freunden nicht hatte abschlagen wollen, Verabredungen mit ehemaligen Kollegen, mit denen er befreundet war. Er hatte einer Filmproduktion zugesagt, das Drehbuch zu einem Film über einen Versuch, in Deutschland ein autoritäres System wie in Ungarn einzuführen, auf seine staatsrechtliche Stimmigkeit zu prüfen. Das Drehbuch sollte ihm in den nächsten Tagen gebracht werden. Er hatte einen Artikel über Gerechtigkeit zu schreiben begonnen, der im Herbst auch ein Vortrag auf einer Tagung werden sollte. Er zuckte die Schultern. Die Notwendigkeit der Zahnvorsorgeuntersuchung und der Krebskontrolle war entfallen. Die Vorträge würde er absagen und auch die Verabredungen bis auf zwei, bei denen es sich mitteilen und verabschieden wollte. Wollte er seine alte Universität nochmal erleben? Wollte er helfen, dass ein kämpferischer politischer Film gelang? Und den Artikel tat es ihm leid.
Er hatte sein Leben lang über Gerechtigkeit nachgedacht und der Artikel sollte die Summe seiner Gedanken werden. Aber ihn in den nächsten Wochen fertig zu schreiben, würde den Verzicht auf zu viel anderes bedeuten. Und würde er überhaupt gelingen? Er hatte viel freie Zeit vor sich. Er kannte das nicht. Immer war sein Leben voller Vorhaben, Verpflichtungen, Verabredungen gewesen. Er fand die Kinoprogramme und zwei Filme, die Ulla interessieren könnten. Und er fand die Nachbarstadt, in der es ein Riesenrad und eine Achterbahn gab. Sein Laptop zeigte 12 neue Mails an, deren Absender sich wundern würden, dass er nicht antwortete, aber in ein paar Monaten von seinem Tod erfahren und verstehen würden. Er suchte im Internet nach Frühjahrsreisezielen und fand keines, das ihn lockte. Nochmal nach Amalfi, nach Venedig, nach Schottland, nach Oslo oder in den Odenwald, in dem er als Schüler und Student gewandert und glücklich gewesen war. Das war alles lange her. Nichts würde mehr sein, wie es damals war, und es würde nur eine schöne Erinnerung verderben. Er rief mehrere Schlossereibetriebe an, bis einer bereit war, das Gartentor zu reparieren. Er ging einkaufen. Er las im Kochbuch das Rezept für Senfsoße. Er würde am Abend Eier mit Senfsoße und Kartoffeln kochen, ein Lieblingsgericht seiner Kindheit. Dann stand er am Fenster und sah in den Garten. Bald würden die Forsythien blühen. Die Kälte, die Leere, das Nichts. Nein, das war es nicht, was ihn beim Gedanken an den Tod erschreckte. Der Tod war schlimmer als alles andere, weil alles andere erlebt werden konnte, nur der Tod nicht. Alles andere konnte bedacht, erinnert, erzählt, es konnte in die Biografie integriert werden. Das war Erleben, etwas nicht nur im Moment haben, sondern als Teil der Biografie. Wenn er seinem Tod eine Gestalt geben könnte, die zu seinem Leben passte und danach darüber schreiben könnte. Wenn es sein Tod wäre, nicht nur der Tod, den er sterben, sondern ein Tod, den er leben würde. Ja, Herr Schlink, vielen Dank. Mir ist gerade aufgefallen, ich wollte vielleicht noch mal einmal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben hier jetzt in diesem Kapitel den Martin kennengelernt, der ist 79. Und wie wir gesagt haben, er hat offenbar sehr naheliegende Ähnlichkeiten. Er ist Jurist und schreibt und hat an der Uni gelehrt, hat einen Sohn. Und er hat diese junge Frau Ulla, die auch erwähnt wurde, und einen 6-jährigen Sohn David. Mir ist eingefallen, dass ich das einmal noch mal explizit erwähnen wollte für alle, die noch nicht reingeschaut hatten. Sie schreiben jetzt in diesem Kapitel, das Sie vorgelesen haben, da hat er kurz zuvor von seiner Krebsdiagnose erfahren, Martin, und stets, wie ich finde, es holt den Leser sehr gut ab am Fenster und macht sich diese Gedanken, teilweise absurden Gedanken, was jetzt zu tun ist, welche Zahnvorsorge er nicht mehr braucht. Sie schreiben aber auch die Kälte, die Leere, das Nichts, das war es nicht, was ihn beim Gedanken an den Tod erschreckte. Sie lassen diesen Martin das so schlicht sagen. Dabei schreckt das Nichts, glaube ich, viele Menschen. Ich glaube mich ehrlich gesagt auch manchmal allein, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann, das Nichts. Wie haben Sie für Martin aus dieser Angst herausgefunden? Wie hat Martin aus dieser Angst herausgefunden? Sehen Sie, ich erwähnte schon, ich bin in einem Alter, in dem Geschwister, Freunde, Weggefährten sterben. Und manche gehen auf den Tod so zu und manche gehen auf den Tod so zu. Und ich habe durchaus auch das angetroffen, dass jemand auf den Tod zugeht, nicht mit dieser vielleicht elementaren Angst, die man als junger Mensch hat, um Gottes Willen, es ist alles Schluss, dunkel, nichts, sondern die auf den Tod zugehen, mit einer gewissen Gelassenheit, die sich mit dem Tod gewissermaßen verständigt haben. Er kommt jetzt, aber es bleibt immer noch, man kann ihn nicht erleben. Das ist ja bei allem anderen in unserem Leben. Wir erleben es nicht nur, indem wir es im Moment haben, sondern indem wir darüber reden, erzählen, vielleicht schreiben, es in unsere Biografie integrieren. Ja.
Und das geht eben beim Tod nicht. Ja. Und das ist in gewisser Weise seine biografische Einzigartigkeit. Ja. Ja, Sie sagen ja, der Tod war schlimmer als alles andere, weil alles andere erlebt werden kann, ja. Nur der Tod eben nicht. Mit dem Tod gibt es keine Zeit mehr, keine Vergangenheit, keine Zukunft, was wir ja üblicherweise, wovon wir ganz selbstverständlich ausgehen. Ist das der wahre Schrecken des Todes? Das. Nun, er stellt ja auch andere Überlegungen an. Er sagt sich ja auch, ach, ich habe mich immer über den Gang der Ereignisse, für den Gang der Ereignisse, für die Geschichte interessiert. Mhm. Schade ist, dass wenn ich tot bin, ich nicht auf die nächsten paar Jahrhunderte so gucken kann, wie ich auf die vorausliegenden gucken kann. Ich wüsste gerne, wie alles Mögliche weitergeht. Ja. Auch das ist ein Schmerz des Todes. Wenn man sich dafür interessiert, wie die Welt läuft, wüsste man gerne, wie es weitergeht. Und darauf kann man nicht schauen. Ja. Gut, er sagt sich auch, vielleicht ist es ja auch gut, dass ich nicht sehe, wie die Meere steigen und wie die Wälder sterben und wie das Klima immer schlimmer wird. Aber stärker ist doch diese Neugier, die nicht mehr befriedigt werden kann. Ja. Also, und natürlich bei ihm kommt dazu, er würde gerne, klar, mit seiner Frau weiter zusammenleben, aber er würde gerne seinen Sohn heranwachsen sehen und ihn beim Heranwachsen begleiten. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal zurück. Das ist ja eine spezielle Konstellation, dass er auch noch so ein sehr junges Kind hat, das noch sehr viel Leben ohne ihn vor sich haben wird. Ich fand aber auch bemerkenswert, dass Martin und Ulla, also dieses Paar, sie scheinen jedenfalls in dem Roman kaum zu thematisieren, was nach dem Tod wohl kommt. Und das fand ich interessant. Ist es so klar, was kommt, oder warum haben Sie das ausgespart bei diesem Paar? Ich fand das in der Tat nicht des Nachdenkens wert. Also nicht für Martin und nicht für Ulla. Es ist doch klar, wenn er stirbt, sie bekommt die Pension, sie kann in dem Haus weiterleben, sie muss den Sohn ziehen, sie will ihn aufwachsen sehen, sie will ihm dabei helfen. Zugleich ist sie Künstlerin, Malerin, sie wird weiter malen. Wie das Leben für sie weitergeht, für die beiden, ist so klar, dass Martin über diese äußeren Umstände des Weiteren keine Gedanken machen muss. Das ist total interessant. Sie haben das jetzt auf das irdische Leben bezogen. Meine Frage zielte eigentlich darauf ab, dass Sie reden ja auch nicht, also dieses Paar redet ja auch nicht darüber, was möglicherweise in dem metaphysischen Sinne nach dem Tod kommen könnte. Das haben Sie ja, sparen die beiden ja. Ach so, gut. Er versucht ja seinem Sohn noch etwas zu hinterlassen und schreibt einen Brief. Und dem Brief schreibt er ja, dass er nicht an Gott glaubt und dass er nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Also das bringt er da unter, wo er meint, es gehört hin, als Botschaft an seinen Sohn, der ihn sicher später im Leben mal fragen würde, Vater, glaubst du an Gott und glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Also, da packt es hinein, aber in Gesprächen mit Ulla bringt das nicht. Sie sind jetzt in einer Familie von Theologen aufgewachsen. Ihr Vater war Theologe, Ihre Mutter war Theologin. Können Sie sich erinnern, ob und wie Sie damals als Kind oder Jugendlicher über den Tod gedacht haben, mit welchen Vorstellungen von Tod Sie aufgewachsen sind und vom Leben nach dem Tod? War diese christliche Vorstellung vom Leben nach dem Tod eine, die Sie am Anfang geteilt haben? Also ich bin in den Glauben, aber vor allem in die Rituale des Glaubens mit einer großen Selbstverständlichkeit hineingewachsen, weil das die Rituale meiner kindlichen oder der familiären Lebenswelt waren. Und ob ich wirklich glaube oder nicht, habe ich mich nicht gefragt. Ich ging eben in die Kirche und wir haben morgens die Losungen der Brüdermeinde gelesen und nach dem Abendessen die Bibel gelesen und sonntags morgens Bachkarelle gesungen. Also das war einfach Teil meiner Lebenswelt. Und als ich größer wurde und mich gefragt habe, gibt es Gott für mich, war rasch klar, dass es Gott für mich nicht gibt. Mich haben deswegen, ich bin ja aus der Kirche ausgetreten. Die Kirche ist mir nach wie vor wichtig.
Aber nein, den Glauben an Gott habe ich nicht. Können Sie sagen, was die Überlegungen waren, die dahin geführt haben? Ich bin ihm nie begegnet. So einfach. Und nachdem ich ihm nie begegnet bin, gab es auch keinen rechten Grund, an ihn zu glauben. Sie äußern sich öffentlich selten über Ihr Privatleben, aber es ist bekannt, dass Sie, wie Martin, mit 15 in Ihrem Fall an Gelbsucht gelitten haben. Hat diese Erfahrung von Krankheit es leichter gemacht, darüber zu schreiben? Oder spielte diese persönliche Erfahrung eine Rolle dabei, ausgerechnet diese Krankheit ans Ende des Romans zu stellen, als Martin kurz vor seinem Tod selber an Gelbsucht erkrankt? Nein, die Gelbsucht gehört einfach zum Bild des Pankreaskrebses. Wenn er ins vorgerückte Stadium kommt, dann gibt es eine Gelbsucht. Also das hatte mit meiner kindlichen Gelbsucht nichts zu tun. Und man stellt sich als Laie vor, naja, da weiß ich wenigstens, wie sich die Symptome angefühlt haben, aber sonst wenn man selber gesund ist, über einen Krebs zu schreiben, ist ja noch viel schwieriger. Aber das war rein diagnostisch sozusagen, diese Entscheidung für den Pankreas. Das war diagnostisch. Ich habe mich natürlich kundig gemacht, wie die Krankheitsverläufe beim Pankreaskrebs sind. Und dazu gehörte eben auch zu erfahren, dass es am Ende oder aufs Ende hin diese Gelbsucht gibt. Hatten Sie damals, als Sie die Gelbsucht hatten, selber über den Tod nachgedacht? Mussten Sie das? Nein, das habe ich damals nicht. Martin rechnet auch streng mit Gott ab. Er hält ihn weder für liebend noch für gerecht. Aber er möchte selber als Mensch liebend und gerecht sein. Was hat Ihnen an dieser Idee gefallen? Dass er liebend und gerecht sein will. Nun, Frau Husmann, das zutraut, aber Gott. Wir alle wollen lieben. Wir alle können gar nicht ohne Liebe. Und dass ihn die Gerechtigkeit beschäftigt und ihm ein Anliegen ist, was für ein Jurist wäre er, wenn die Gerechtigkeit ihm nicht ein Anliegen wäre? Also das, finde ich, ist eine ganz, ganz natürliche Sache. Wir wollen lieben, wir wollen geliebt werden. Die Liebe ist für uns wichtig und Gerechtigkeit ist auch für uns wichtig. Und über sie nachzudenken und sich genauer zu vergewissern, was sie ist, das steht nun für einen Juristen, weiß Gott, an. Ja, aber es gibt schon Menschen, die auch denken, die Liebe kommt über Gott in die Welt. Also es ist ja nicht jeder denkt es so wie Martin. Viele halten auch Gott für gerecht. Die Gerechtigkeit kommt von Gott. Auch das sieht Martin nicht so. Nein, auch die, die denken, dass Gott gerecht ist, brauchen ja das Jenseits dazu, um die Gerechtigkeit Gottes verwirklicht zu sehen. Dass Gott in der Welt keine Gerechtigkeit schafft, das ist ja augenfällig. Und dass Menschen lieben und geliebt werden können, ob sie an Gott glauben oder nicht, das ist doch auch offensichtlich. Die Liebe in Ihrem Buch ist sehr schillernd. Also es gibt den Martin, auf den wir dann gleich nochmal zu sprechen kommen, wie er liebt. Und Ulla, seine junge Frau, hat einen Geliebten und verlässt ihn angesichts der Krankheit ihres Mannes. Also sie verlässt ihren Geliebten angesichts der Krankheit ihres Mannes, um für ihn jedenfalls für die Dauer dieser Krankheit, ja. Genau, ist offen gelassen. Welche Spielarten, es hat mir sehr gut gefallen, diese Idee, weil es eben die Idee hat, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann, auch Männer in dem Fall. Welche Spielarten oder Versionen von Liebe erkennen Sie hierin? Nun, Ulla ist eine praktische und nüchterne Frau und sie denkt, sie kann. Und sie kann ja auch ihr Leben so kompartimentalisieren, dass sie diese Affäre oder diese Beziehung mit dem Geliebten hat und ihre Familie hat, ihren Sohn hat und Martin hat, den sie liebt.
Und in dem Moment, in dem sie merkt, dass es mit dem Kompartimentalisieren nicht mehr so richtig hinhaut, einfach auch, weil Martin jetzt zu bedürftig ist und zu wichtig ist, dann praktisch, wie sie ist, sagt sie, das andere hat jetzt keinen Platz. Ob es später mal wieder Platz hat, wird sich zeigen. Jetzt bin ich ganz bei Martin. Mhm. Und dass Menschen auf eine nüchterne Weise lieben, aber wirklich lieben können, das ist ja so. Ja, ja, selbstverständlich. Es fällt auf, schon wie viel Ruhe und wie viel Freude und welches Glück auch den Protagonisten noch auf seinen letzten Wochen möglich sind. Und er hadert nicht, er ist auch nicht verzweifelt. Ich finde es erstaunlich. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, aber bei Martin ist es ganz weg. Sie haben das anscheinend bewusst weggelassen. Das ist Sie so. Sind jung, Frau Husmann. Sie sind jung. Martin ist deutlich älter. Und das macht einen großen Unterschied. Also für sie würde der Tod ja aus einem vollen und reichen Leben herausreißen, das noch alle Chancen hat, weiter und weiter zu gehen. Das ist bei ihm anders. Macht das so einen Unterschied, das Alter, tatsächlich? Das Alter macht einen Unterschied, natürlich. Also ich erwähnte es schon, ich in meinem Alter setze mich mit dem Tod ins Benehmen. Der Gedanke, wie wird das sein? Wie wird er zu mir kommen? Wie werde ich ihm begegnen? Der hat mich vor 30, 20 Jahren nicht beschäftigt. Und jetzt steht er an. Ja. Umfragen sagen, dass die meisten Menschen wollen gar nicht wissen, wie lange sie noch zu leben haben. Das ist ja eigentlich auch nachvollziehbar, würde man spontan vielleicht auch so sehen. Aber im Grunde ist es doch auch ein Paradoxon, weil wir sprechen immer von Achtsamkeit und dass man sehr bewusst leben möchte. In dieser Hinsicht verweigern wir uns aber quasi und verdaddeln dann wieder einen Abend am Handy oder vor dem Fernseher. Also diese befristete Zeit scheint einen großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung zu haben. Wie beeinflusst das? Ich denke, die Menschen wollen nicht wissen, wann sie sterben, weil sie sowieso wissen, wenn sie jung sind, ist der Tod noch weit weg. Je älter sie werden, desto näher rückt er. Und es gibt ja Zäsuren. Also es gibt die Midlife Crisis, in der er schon eine Rolle spielt. Jetzt ist die Hälfte meines Lebens rum. Das heißt ja, die Hälfte habe ich gelebt, ich habe noch eine Hälfte bis zum Tod. War es das jetzt? Also die Midlife-Crisis ist schon eine Begegnung mit dem Tod. Die Verrentung oder Pensionierung ist eine Begegnung mit dem Tod. Das war mein Leben, die Arbeit. Jetzt fällt es weg. Viele wissen gar nicht mehr, was sie mit sich anfangen sollen. Besonders Männer, deswegen sterben sie früher als Frauen. Also auch das ist wieder eine Begegnung mit dem Tod. Nein, wir haben Zäsuren im Leben, die immer auch Begegnungen mit dem Tod sind. Es kamen hier noch ein paar Nachfragen zum Glauben. Ein Herr Plünder fragt, ob Sie mit Ihrer Tante, mit Basilea Schlink, über Glauben bzw. ihren Nichtglauben und das Leben nach dem Tod gesprochen haben und wie deren Ansichten waren dazu. Nein, mit Tante Klärchen bzw. Mutter Basilea war über solche Dinge nicht zu reden. Tante Klärchen war präsent mit ihrer Art des Glaubens, der für sie so fraglos war, dass sie auch gar nicht verstehen konnte, dass es für andere fraglos sein könnte. Und darüber gab es keine Gespräche. Okay. Und eine andere Nachfrage zu einem Satz, den Sie gerade gesagt haben, mir erschien der so einleuchtend. Sie haben gesagt, als Jurist glaubt man an die Gerechtigkeit. Jetzt gibt es hier eine Juristin, die schreibt, Frau Klug-Lauke, gerade als Juristin fiel es mir immer schwer, an die Gerechtigkeit zu glauben. Das finde ich interessant. Haben Sie damit auch als Jurist das in Zweifel gezogen, dass Gerechtigkeit möglich ist? Also an Gerechtigkeit glauben klingt jetzt vielleicht auch irreführend. Dass Gerechtigkeit nur von Menschen gemacht werden kann, liegt ja auf der Hand. Gerechtigkeit ist nicht irgendwo, wo wir sie abholen könnten, sondern wir müssen sie selber machen. Und als Jurist habe ich natürlich auch Freude an dem rechtstechnischen, rechtsdogmatischen, diesem intellektuellen Spiel, was es ja sein kann, gehabt.
Aber es ging mir immer auch um die Frage, und die Frage taucht in vielen Kontexten auf, was ist hier gerecht? Und ist unser Recht, unsere Rechtsordnung hier gerecht? Und wenn sie es nicht ist, was fehlt, was könnte geändert werden, was könnte anders gedacht und dann auch anders implementiert werden? Also ich denke, auch die Juristen, die ich wirklich geschätzt habe, die hatten immer eine Leidenschaft für die Gerechtigkeit. Zurück zu unserem Martin. Der hat ja nun herausgefunden, dass seine Frau ihn betrügt. Er hat auch hinterher spioniert, aber er reagiert doch recht ruhig und untersagt sich eigentlich jede Form von Eifersucht. Das fand ich erstaunlich oder erwähnenswert. Mein Eindruck ist, er versucht sehr großherzig zu sein oder der nahe Tod macht ihn auch vielleicht da großherziger. Hat es was damit zu tun mit dem Bild, das er hinterlassen möchte? Von sich? Also. Nein, ich denke, es hat damit zu tun, dass er haben möchte, was er haben kann und sich das nicht kaputt machen könnte, möchte, indem er jetzt in ein Eifersuchtsdrama mit Ulla geht. Das könnte ja nur was kaputt machen. Das würde ihm ja gar nichts bringen. Ich finde das sehr interessant, dass Sie das sagen. Das ist extrem rational. Sie haben natürlich recht. Und wenn man klug darüber nachdenkt, kommt man zu dem Schluss. Zu dem Schluss könnte man auch sehr häufig in anderen Situationen von Eifersucht kommen, dass es gar nichts bringt. Aber es ist ja nicht so, dass die Menschen sich diese Gefühle verkneifen können, gerade wie Eifersucht. Das sind ja auch, gegen die man sich nicht erwehren kann. Ist das so ein rationaler Typ oder warum lässt er das nicht zu? Oder? Nein, ich denke, in seiner Situation, in seinem Alter steht es nicht an. Sehen Sie, wenn einer mit 86 anfangen wollte, ehrgeizig zu werden und nochmal was Neues und anderes werden wollte, wird man sagen, das steht nicht an. Und das Gefühl stellt sich bei ihm auch nicht ein, weil er zu gut weiß, dass es nicht mehr ansteht. Und Martin weiß zu gut, dass Eifersucht diese Situation nur zerstörerisch wäre. Er weiß zu gut, dass Ulla ja sich ihm liebevoll zuwendet. Und das freut ihn, das genießt er. Er will haben, was er haben kann. Und das ist eine gefühlsmäßige und eine, denke ich, gefühlsmäßig richtige Antwort auf die Situation. In dem Roman geht es natürlich auch, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, auch viel darum, was er hinterlassen wird, eben seinem Sohn, seinem kleinen Sohn. Er und die kleine Familie wird nicht erwähnt, sind in keinerlei Institutionen eingebunden, also die haben sind nicht in der Kirche, sie haben kein Ehrenamt, sie sind in keinem Verein. Aber Martin hinterlässt seinem Sohn eine Aufgabe, nämlich diesen Komposthaufen. Er legt mit ihm einen Komposthaufen an und stellt sich vor, dass das Kind ihn später pflegen wird. Das fand ich schon fast witzig, diese Idee. Warum dieser Komposthaufen? Also er schreibt ihm ja einerseits einen Brief, aber möchte eben etwas Handfesteres. Er überlegt sich ja, ob er die Titanic von Lego kaufen und mit ihm zusammen bauen soll, damit David dann sich erinnert, ach ja, die Titanic, die mein Vater mit mir gebaut hat. Aber das lässt er klugerweise bleiben und überlegt sich etwas anderes, etwas, was dann auch als Aufgabe vielleicht bleibt und kommt dann auf den Komposthaufen. Und wenn ich Sie vorhin mit den 17% abgespeist habe, das sind ein paar von diesen 17%. Ich habe als Kind zu Hause im Garten geholfen oder meine Mutter wollte nicht nur, dass ich helfe, sondern dass ich helfen will. Und unter den vielen Aufgaben war die des Komposthaufens eine, die ich wirklich geliebt habe. Ein Komposthaufen ist was Schönes. Ich weiß nicht, ob Sie einen Garten haben. Man baute ihn ein Jahr lang, dann ruht er ein Jahr. Und weil meine Mutter Blumentopferde hatte, habe ich so ein Sieb gerührt. Und der Geruch dieser frischen Erde ist was ganz Wunderbares. Also Komposthaufen war eine der schönen Erfahrungen meiner Kindheit. Und deswegen kommt Martin auf den Gedanken, vielleicht wäre das was.
Ja, es ist so nett, weil sie sagen, glaube ich, sogar, dass sie glauben, dass es cool ist. Fand ich sehr, sehr charmant. Aber Martin hinterlässt ihm nicht nur die Aufgabe mit dem Komposthaufen, sondern auch Möbel und Gegenstände, also den Sessel und den Schreibtisch von seinen eigenen Großvätern. Das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Mir ginge es vielleicht ähnlich. Überhaupt mag ich auch gerne Möbel, die Vorbesitzer hatten und von denen ich die Vorbesitzer kenne. Schaffen wir damit so eine Art Kette durch die Zeit, von der Vergangenheit in die Zukunft? Warum binden wir uns an Möbel und Gegenstände, diesen intrinsischen Wert, den die haben? Ich denke, das kommt darauf an, was für eine Art Mensch wir sind. Also ich kenne ja Menschen, die mit Entschlossenheit und Freude im Hier und Jetzt leben, sich nicht für ihre Familiengeschichte, nicht für die Geschichte des Landes und die Weltgeschichte interessieren, sondern ganz im Hier und Jetzt. Und wenn man sich in der Geschichte sieht, wenn man sich sieht als jemand, der in der Familie, im Elternhaus gewachsen und geworden ist, dann neigt man eher dazu, auch an solchen Gegenständen Freude zu haben. Wobei Martin ja lernt im Laufe dieser letzten Monate, dass man nicht wirklich etwas hinterlassen kann. Es ist Also ein die Idee, man könnte etwas hinterlassen, und ohne große Worte bestimmen, was das für die Nachfolgenden bedeutet und was die damit zu machen haben, das geht nicht. Nur die Lebenden können den Lebenden geben. Ja. Und was die nach uns mit dem machen, was sie von uns finden, das ist ihre Sache. Ob sie was damit anfangen mögen oder nicht, ob sie daran Freude haben oder nicht, das können wir alles nicht steuern. Steckt da auch der Wunsch drin, dass sie sich an uns erinnern mögen? Beim Gebrauch dieser Gegenstände? Ich denke, der Wunsch, dass sie in Kontinuitäten leben. Das ist dann die Kontinuität der Familie. Aber manchmal kommt dann ja auch irgendwas rein. Der Großvater hat irgendwas gemacht, was wichtig war, vielleicht für das Land, also auch die Kontinuität des Landes, in dem man lebt. Also ich denke, beim Hinterlassen spielt eine Rolle. Wir freuen uns, weil wir selber in Kontinuität gelebt haben, wenn auch die nach uns sind. Kontinuitäten leben. Jetzt hat ja Martin seinem Sohn nicht nur den Komposthaufen hinterlassen als Aufgabe und auch nicht nur die Möbel und Gegenstände, sondern vor allem auch, wir haben es schon mehrmals angesprochen, diesen Brief, den er in dem Roman an mehreren Stellen weiterschreibt, über schwere Themen, so formuliert es Ulla an einer Stelle. Warum dieser Brief? Ist das etwas, was Sie nachvollziehen konnten, eine Art, etwas weiterzugeben? Also ich verstand, dass Martin auf die Idee kam und habe dann mit Martin gelernt, dass es eine Idee ist, die er mehr für sich schreibt, verwirklicht, als wirklich für den Sohn. Was geht alles beim Umziehen und Aufräumen verloren? Was werden die Worte, die er jetzt in dieser Zeit findet, in 20 Jahren, in 10 oder in 30, in einer ganz anderen Zeit für seinen Sohn David bedeuten. Das ist alles so offen, dass die Idee, ich kann ihm da wirklich was mitgeben, eine verfehlte Idee ist. Dennoch ist es ja sehr, man kann es gut nachvollziehen, den Wunsch. Es geht ja nicht nur, es ist ja es ist ja wie ein Angebot. Und wenn man viele Geschichten liest von beispielsweise Kindern, die adoptiert wurden und nicht wissen, wer ihre leiblichen Eltern sind, es ist sehr wichtig, dieses Gefühl zu haben, zu wissen, woher kommt man. Und gerade David, der Ja. sehr klein ist, hat ja dann auch ein bisschen die Möglichkeit, wahrscheinlich sie, also den Vater kennenzulernen, den Martin kennenzulernen, der diesen Brief für ihn geschrieben hat. Ich habe mal eine sehr schöne Dokumentation gesehen über eine junge Mutter, die an Krebs erkrankt war und selber noch, wie Martin bald sterben würde, und ein sehr kleines Kind hatte. Und die hat ein Video aufgezeichnet, was lustigerweise in dem Roman ja auch ursprünglich vorgeschlagen würde, ein Video. Und sie hat das ganz explizit gesagt, dass sie vor allen Dingen ihrem Kind die Gewissheit mitgeben möchte, dass es geliebt worden ist. Ist das auch in dem Buch ein wichtiger Aspekt,
Das ist, Martin sagt das ja auch. Also er will David durch die Sachen, die er noch macht und auch das, was er mit Ulla noch macht, ermöglichen, sich als Kind zu erleben, das geliebt wird, das von Ulla geliebt wird. Ulla zweifelt ja, was es mit der Verlässlichkeit der Liebe auf sich hat, dass er von Ulla geliebt wird und dass er sich von seinem Vater in diesen Jahren, die sie beide zusammen hatten, als Geliebter liebt. Es ist auffallend, wie ablehnend Ulla auf die Versuche reagiert, dem Sohn etwas zu hinterlassen, also sowohl den Kompasshaufen als auch den langen Brief. Sie meint eben, das ist so schweres Zeug. Was ist die? Sie spürt ja dann, sie hat ein Gespür für das Übergriffige, was Martin erst langsam begreift. Er macht sich ja mit Eifer an all diese Sachen und sie sind ja auch keine bösen Sachen oder falschen Sachen, aber muss eben begreifen, dass er das nicht bestimmen kann. Und in den Versuchen steckt ein bisschen was Übergriffiges und dafür ist Ulla sehr sensibel. Auch weil die Beziehung zwischen David und dem Vater sehr eng ist. Und sie denkt, oh, ich will da nicht rausgedrängt werden. Und wie soll das gehen, wenn der Vater nicht mehr da ist? Müssen wir dann erst mühsam zusammenfinden, David und ich? Also diese beiden Sachen lassen sie darauf ablehnend reagieren. Ja, es geht ja, die Frage, die sich stellt, ist ja nicht nur, was hinterlasse ich denen, die ich liebe, sondern auch, wie hinterlasse ich die, die ich liebe? Da sind wir jetzt bei dem Thema Loslassen. Schwierige Aufgabe für einen Menschen, denke ich. Wie wichtig ist das Loslassen, um damit die Menschen, die hinterbleiben, in maximaler Freiheit leben können? Also wir müssen es im Leben immer wieder und immer wieder lernen. Wir müssen die, die vor uns sterben, gehen lassen und loslassen. Wir müssen Beziehungen, die scheitern, den anderen loslassen. Wir müssen Freunde loslassen, die ganz andere Wege einschlagen. Wir müssen unsere Kinder loslassen, wenn sie groß werden. Und das große und letzte Loslassen ist natürlich beim Tod das Loslassen des eigenen Lebens. Aber es ist nicht etwas, was erst am Tod Thema wird, sondern es ist ein Lebensthema immer wieder. Eine Leserin, die Frau Keller, schreibt, wie schwer ist es für Martin loszulassen und wie schwer ist es gerade auch im Alter, dass man keinen entscheidenden Einfluss mehr auf die Geschicke haben wird von den Menschen, die zurückbleiben. Und was hilft dagegen? Wie lernt man das Loslassen? Ja, ich sagte ja vorhin, in meinem Alter steht es an, sich mit dem Tod ins Benehmen zu setzen. Und das sind Sachen, die man sich ja klar machen kann. Und sie lachen wieder, weil sie wieder denken, jetzt kommt die Vernunft oder das Gefühl vielleicht was ganz anderes sagt. Aber das Gefühl ist ja auch nicht einfach dumm. Das Gefühl kann ja auch lernen. Unsere Gefühle lernen, ja Gott sei Dank. Und an eine Idee, ich müsste das, was nach mir kommt, noch bestimmen und ich müsste meine Kinder und meinen Ehegatten noch beeinflussen, da ist ja doch, kann man sich ja doch sagen, das geht nicht. Das ist auch richtig, dass es nicht geht. Die sollen frei sein. Die sollen sich nochmal neu entdecken und neu erfinden. Das sind alles Sachen, die man sich sagen kann. Und das Gefühl, nein, das Gefühl ist nicht dumm. Das Gefühl ist nicht. Ich würde mir von Herzen wünschen, dass diese Sätze sich sehr, sehr viele Menschen zu Herzen nehmen, weil man viele Geschichten leider kennt, wo sehr wohl Menschen, die gehen, müssen durchaus versuchen, Einfluss auf das Leben noch zu nehmen, was da kommt. Und allein die ganzen Erbstreitigkeiten, die man sieht, wo noch was hinterlassen wird, wo man sich sehr schön hätte mit ihren Worten denken können, das war doch absehbar, schließt doch ab. Und man schafft dann leider Unfrieden. Also deswegen habe ich gelacht, weil ich denke, es wäre so schön, wenn jeder so viel Rationalität einsetzen würde und seine Gefühle zum Lernen bringen würde. Fällt viel nicht so schwer. Ja, Martin Brehm ist nun auch nicht Martin Porsche. Ich weiß nicht, wie man sich fühlen würde, wenn man ein Milliardenimperium irgendwie zu verteilen hätte. Vielleicht ist es dann schwieriger, aber das ist jedenfalls nicht Martin Brehms Situation. Ja,
mir scheint, es ist eine Typsache, als mehr eine vom objektiven Wohlstand, den man hat. Aber ja, bisher jedenfalls meinen die wenigsten Menschen kurz vor ihrem Tod, ach, hätte ich doch mehr bei Facebook gepostet oder mehr Likes gesammelt. Am Ende des Lebens fragen wir uns ja eher, war mein Leben so erfüllt, wie es hätte sein können? Und ein Leser fragt ganz konkret, haben Sie den Eindruck, ein erfülltes Leben zu führen? Und woran hängt dieses Gefühl von Erfüllung für Sie? Ja, ich habe das Gefühl, ein erfülltes Leben gehabt zu haben und noch zu haben. Und ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich habe ein großes Gefühl der Dankbarkeit, wem auch immer gegenüber, dass sich mein Leben so gefügt hat. Und woran liegt es? Es liegt sicher daran, dass ich eine Fülle von Dingen hatte, die mich beschäftigt, gefordert, beglückt haben. Also ich war gerne Professor, ich war gerne Richter, bin gerne vor Gericht aufgetreten, wenn ich eine Vertretung übernommen habe. Ich bin glücklich beim Schreiben, immer glücklich beim Schreiben gewesen und bin glücklich, dass mein Sohn eine so schöne Familie hat. Ich bin glücklich, dass ich eine Partnerin habe. Also ich denke, das erfüllte Leben ist etwas, zu dem man auch einiges tun kann. Also heute ist ja viel von Work-Life-Balance die Rede. Ich finde es dumm, wirklich dumm. Also man kann sich aussuchen, was man wird, was man studiert. Man kann sich den Beruf aussuchen und dann soll das nur Work sein und das Leben anderswo. Ich halte das für eine ganz befremdliche und törichte Erfindung. Also Arbeit gehört in unser Leben und kann unser Leben reich und erfüllt machen. Nicht alleine, aber kann unser Leben, trägt dazu bei, dass unser Leben reich und erfüllt ist. Ich denke, die Balance, die es zu finden gilt, ist eher zwischen, was kann ich für mich und die meinen tun, was kann ich für das Gemeinwesen tun. Und auch für das Gemeinwesen etwas tun, trägt zum erfüllten und glücklichen Leben bei. Also ja, man kann selber ein gutes Stück dafür sorgen, dass das Leben erfüllt wird. Ja, Sie haben mit Ihren Büchern sowohl für die Gemeinschaft was getan, speziell für Ihren Sachbüchern, als auch kulturell was getan mit Ihren fiktionalen Büchern. Sind Ihre Bücher das, was Sie welchen Stellenwert haben die Bücher in dem, was Sie hinterlassen werden für Sie? Ums Hinterlassen geht es mir nicht. Wissen Sie, ich bin aufgewachsen mit den Bücherregalen meiner Eltern. Da stand Edzard Schaper, Ernst Wiechert, Bergengrün, Carossa, Namen, die Sie nicht mehr kennen, die niemand mehr kennt, die in ihrer Zeit wichtig waren und gelesen wurden und den Menschen viel bedeutet haben. Ich schreibe in meine Zeit und meine Zeit wird mit mir oder bald nach mir vorbei sein. Und dann geht es mit ganz neuen Autoren und Autorinnen weiter. Sie sind sehr, sehr großherzig. Sie haben in dem Kapitel, was Sie gerade vorhin auch vorgelesen hatten, und jetzt eben haben Sie es auch nochmal erwähnt, geht es auch ums Schreiben. Sie setzen an dieser Stelle in dem Kapitel das Schreiben mit dem Leben gleich, wenn ich das nochmal gerade habe. Er sagt, wenn ich darüber schreiben könnte, über den Tod, dann würde es ihm Schrecken nehmen. Ist es das für Sie, ist es das gleiche Leben und Schreiben, beziehungsweise Schreiben dann in dem Fall auch als Arbeit? Haben Sie gerade schon gesagt, welchen Stellenwert das hat? Beim Schreiben bin ich schlicht und einfach glücklich. Und es ist, ja, vielleicht ist es auch Arbeit, einfach Arbeit dem, was ich Gestalt geben will, auch wirklich die stimmige Gestalt zu geben. Aber es ist eine Arbeit, die ich nicht als
Last empfinde, sondern als etwas, ja, Beglückendes. Ja. Ist es unabhängig von den Textsorten, die Sie produzieren? Stellen Sie sich vor, so ist es. Ich habe ja als Schüler und Student immer geschrieben, schlechte Gedichte, kleine Stücke, was auch immer. Und dann, als ich anfing, wissenschaftlich zu schreiben, dachte ich, die Freude am Schreiben erfüllt sich jetzt im wissenschaftlichen Schreiben. Und ich habe auch immer gerne wissenschaftlich geschrieben und tue das auch noch bis heute oder essayistisch. Und die Freude ist eine ganz ähnliche. Hier wie dort geht es darum, entweder einem Gedanken oder eine Geschichte die Gestalt zu geben, die sie braucht. Also ich finde das einen wahnsinnig interessanten Aspekt. Also ein bisschen schreibe ich auch, aber es ist ja mehr Handwerk. Können Sie diese Form von Glück und Freude noch mal präzisieren? Weil das ist auch etwas, was die Leser wahnsinnig fasziniert. Manche versuchen selber zu schreiben. Diesen Flow, stelle ich mir das vor, in den Sie da geraten. Können Sie das greifen oder die Idee, die im Kopf ist und dann sich in einen Text manifestiert, diesen Prozess, der Sie glücklich macht? Können Sie den beschreiben? Nur wenn ich etwas Wissenschaftliches schreibe, dann habe ich einen Gedanken, von dem ich meine, er ist es wert, gefasst zu werden, Gestalt zu bekommen. Und natürlich ist auf dem Weg vom Gedanken zu seiner Entfaltung, zu seiner Gestalt, da gilt es, das richtige Wort zu finden, den richtigen Satz zu finden, die Sätze so aufeinander aufzubauen, dass es ineinander greift und stimmt. Und ähnlich ist es beim Schreiben einer Geschichte. Die Geschichte muss ja stimmen. Ich weiß nicht, was das ist, dass eine Geschichte stimmt. Aber ich habe ein Gefühl dafür. Bei der Wissenschaft weiß ich auch, warum etwas stimmt oder nicht. Aber bei Geschichten weiß ich nur, sie stimmen oder sie stimmen nicht. Und es dahin zu bringen, da ist nichts, nur was im Kopf. Und es dahin zu bringen, dass es dann wirklich die Gestalt hat, das finde ich ist ein Glück. Sehr schön, ja. Es ist auch ein Moment Flucht, das weiß ich auch. Wie bitte? Also ich bin ganz bei mir, wenn ich schreibe. Und die Welt und die Probleme der Welt oder auch meine anderen Probleme, das kann ich im Schreiben alles draußen lassen. Ein Flow dann doch im Schreiben. Sie haben in dem Roman das Sterben selbst ausgelassen. Es endet kurz vorher. Warum? Nun, der Roman heißt Das späte Leben. Und nein, ich finde interessant, dass es eben das späte Leben gibt und dass es ein Leben ist. Das ist nicht nur ein jetzt geht's auf den Tod zu, sondern diese Monate, die Martin hier verbringt und über die ich schreibe, sind ja lebensvoll. Ja. Da passiert eine Menge. Ja. Für ihn und mit ihm und in ihm. Also, es geht um das Leben. Und dass er dann irgendwann ins Hospiz gehen wird und dort sterben wird. Wir alle wissen, wie der Tod im Hospiz ist. Darüber musste ich nicht schreiben. Trotzdem erwähnen Sie irgendwo gegen Ende Iwan Ilitsch, also diese Erzählung von Leo Tolstoi, ja. Der Tod des Iwan Ilitsch, der sehr, sehr, also bei Tolstoi in sehr lang die Agonie zeigt von diesem Mann. Und Martin sagt, glaube ich, dass sein Tod gnädig sein wird im Gegensatz zu diesem Tod von Ilitsch. Warum haben Sie Tolstoi da reingebracht? Warum haben Sie dieses wirklich schreckliche Leiden dieses sterbenden Menschen? Und Tolstoi beschreibt es ja sehr, sehr lange. Warum haben Sie es erwähnt? Oder was ist an dieser Erzählung, dass Sie fasziniert haben? Sonst hätten Sie es nicht erwähnt. Ja, vielleicht, weil ich Tolstoi liebe und Tolstoi gelesen habe. Krieg und Frieden lese ich immer wieder mal. Es gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Und der Tod des Iwan Iljitsch ist ein Tod, der ganz überzeugend, auch stimmig beschrieben ist. Und das hat mich schon bei jeder Lektüre wieder aufs Neue beeindruckt. Und vermutlich kommt deswegen Martin einfach in den Sinn.
Und er ist froh, dass sein Tod, der nun auch ein sehr viel späterer ist, Iwan Iljitsch stirbt ja in seinen 40ern oder 50ern, dass sein Tod sehr viel gnädiger ist. Es ist kein Thema für Martin in dem Roman, seinen Tod selbst zu bestimmen. Wie stehen Sie persönlich zur assistierten Selbsttötung? Diese Frage haben viele Leserinnen und Leser gestellt, wahrscheinlich, weil sie auch Jurist sind. Also der Arzt spricht es ja kurz an, ja, und sagt, Martin, machen Sie das nicht. Sie tun damit Ihrem Kind etwas an, worüber das vielleicht nie ganz hinwegkommt. Meine Frau, sagt der Arzt, ist über den Selbstmord ihres Vaters nie ganz hinweggekommen. Ich denke, es gibt Gründe der Verantwortung für andere, die einem den Suizid verbieten. Wenn es diese Gründe nicht gibt, denke ich, gibt es nichts, was jemandem verbieten sollte, aus dem Leben zu gehen. Meine Tante, die ich sehr geliebt habe, hat sich, Schweizerin, mit Exit das Leben genommen. Sie war Anfang 90, sie konnte nicht mehr alleine zu Hause leben. Und jetzt noch mal einen neuen Lebensabschnitt im Heim, das wollte sie nicht. Das habe ich verstanden. Mein Onkel, ihr Bruder, hatte drei leichte Schlaganfälle. Mit jedem Schlaganfall wächst die Gefahr, dass er schlimm wird. Auch er, um die 90, hat sich in der Schweiz mit Exit das Leben genommen dort. Das habe ich gut verstanden. Ich denke, es gibt Situationen, in denen es keinen Grund gibt, es den Menschen, die sich dafür entscheiden, schwer oder gar unmöglich zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen auch. Ich sehe an meinem Bildrand, ich nehme an, dass das die Leserinnen und Leser sind, lauter positive Feedbackzeichen von Herzchen und Thumbs up und was die Emojis auf Zoom hier hergeben. Das gilt Ihnen für die schönen Worte, die Sie finden, für die sehr, sehr, sehr klaren Worte, die Sie finden. Wir hatten vorhin ein Thema angesprochen, auf das ich ganz gerne nochmal zurückkommen wollte. Wir hinterlassen diese Welt auch mit vielen Krisen, wenn wir jetzt sterben würden oder es tun. Ich habe auch manchmal ein verdammt schlechtes Gewissen in dem Zustand, in dem wir diesen Laden hier hinterlassen, klimatechnisch in meinem Fall. Haben Sie auch manchmal sowas wie ein Bedauern über vertane Chancen? Also ich habe Bedauern, je älter man wird, oder jedenfalls in meinem Alter, gibt es viele Erinnerungen. Und es gibt zwei Arten von Erinnerungen. Einmal an Situationen, in denen ich versagt habe, lieblos war, Situationen, die mir peinlich sind, wenn ich zurückblicke. Und es gibt Situationen, deren Schönheit ich nochmal entdecke, wo ich denke, ach, das war eigentlich ganz toll. Über die Welt, die ich hinterlasse, denke ich wenig nach. Und wissen Sie, vielleicht weil mich die Geschichte immer interessiert und beschäftigt hat, ich denke, die Veränderungen, die kommen, werden gewaltig sein. Das wird sein wie die Völkerwanderung oder wie der 30-jährige Krieg oder wie die Pest. Oder wie die Vergangenheit ist ja nun voll grundstürzender Ereignisse. Und im letzten Jahrhundert hatten wir zwei Weltkriege oder den einen großen Weltkrieg, der von 1914 bis 1945 ging mit seinen Verwerfungen. Und die Generationen nach uns werden damit genauso fertig werden, wie die Generationen vor uns damit fertig geworden sind. Also nur schon, ich bin ja noch aufgewachsen in einer Welt, in der man studiert hat und dann hat man einen Beruf ergriffen, um den eigentlich sein Leben lang beizubehalten. Wenn ich sehe, wie flexibel die jungen Leute heute sind und klaglos dies machen und jenes machen und wissen, die Berufskarriere ist eine bunt durchmischte Sache. Also eine Veränderung, die ja die Lebenswelt ganz fundamental betrifft, mit welcher letzten Endes Leichtigkeit hat sich die Generation nach uns darauf eingestellt und auch auf die anderen Veränderungen werden sich die Generationen einstellen. Ja, die Mobilität
ist in jeder Hinsicht gekommen oder größer geworden, ja. Es kommt natürlich die obligatorische Frage, was würden Sie tun, wenn Sie nur noch 12 Wochen zu leben hätten wie Martin? Vermutlich würde ich noch mal Zeit mit der Familie meines Sohns verbringen wollen, den einen oder anderen noch mal sehen wollen, vielleicht noch mal Orte aufsuchen, die mir wichtig waren, vielleicht aber auch nicht. Also ich würde auch nicht nach Thailand noch mal reisen wollen oder irgend so was Großes. War auch sowieso nie in Thailand, will da auch nicht hin. Also irgendwelche großen Reisen oder großen Unternehmungen, das alles würde mich auch nicht locken. Und ich denke eben auch, man kann sich ein bisschen auf den Tod vorbereiten. Und die einen umgeben. Bitte? Und die, die einen umgeben. Und die, die einen umgeben, auch auf den eigenen Tod vorbereiten. Kommen wir zum Schluss noch auf Ihr Schreiben. Es ist eine Frage, die wird jedem Schriftsteller sehr gerne gestellt. Wie sieht ein typischer Schreibtag für Sie aus? Und haben Sie eine Schreibroutine? Ich habe zu schreiben angefangen, als ich als Professor voll tätig war und als Verfassungsrichter und habe mir nie ein Schreibritual angewöhnen können. Ich habe geschrieben, wenn ich Zeit hatte. Also ich habe in den Ferien geschrieben, am Wochenende. Mal war ein Tag schon um 5 zu Ende oder ich konnte ihn um 5 beenden. Dann habe ich von 5 bis in die Nacht geschrieben. Und so halte ich es jetzt auch noch. Wenn ich an was dran bin, dann schreibe ich, wann immer nichts anderes ansteht. Und wenn ich an nichts gerade dran, mit nur an kleineren Sachen, dann ja, gehe ich ein bisschen lockerer mit der Zeit um. Aber nein, Rituale habe ich nie entwickelt. Wir haben gerade gesagt, wie haben Sie es formuliert, wenn Sie an etwas dran sind, ist schon eine neue Geschichte zu Ihnen gekommen, an der Sie dran sind? Nein, manchmal taucht so ein Stück von einer auf. Oder ein anderes Stück von einer, aber es hat sich noch nicht zur Geschichte gefügt. Und wissen Sie, wenn ich habe den Roman ja erst im letzten Jahr fertig gemacht und dann gibt es immer viel Kleines, was liegen geblieben ist und damit beschäftige ich mich jetzt. In welcher Form denken Sie beim Schreiben an uns, Ihre Leser und Leserinnen? Ich denke nie an meine Leser und Leserinnen. Ich finde es schwer genug, an die Geschichte zu denken oder sozusagen erfüllend oder erschöpfend oder wie immer genug an die Geschichte zu denken. Mhm. Und an die Leser und Leserinnen kann ich, Entschuldigung, Leser und Leserinnen, nicht auch noch denken. Ja, aber vielleicht hinterher, wenn Sie merken oder wenn Sie das Feedback bekommen, wie sehr Sie mit Ihrer Geschichte berühren. Da dürfen Sie gerne mal dran denken, wenn Ihnen das Freude macht. Das freut mich. Das kriege ich mit bei Lesungen. Das kriege ich mit durch Briefe oder durch Mails. Und ja klar, das freut mich, dass meine Geschichte jemanden erreicht, berührt, ihm was bedeutet. Klar, das freut mich. Ich hoffe, dass Sie das heute Abend auch ein bisschen gespürt haben, dass Ihr Roman, dieser jüngste Roman, mich berührt hat und viele Menschen da draußen sicherlich auch berührt hat oder noch berühren wird. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr ernsthafte, sehr vernünftige, es hat mir wunderbar gefallen, dieser Gedanke, das Gefühl, das lernen können, den nehme ich mit für mich, noch ganz viel anderes. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und lasse nochmal Wenke Zanakakis für ein paar letzte Worte, um unsere Leserinnen und Leserinnen da draußen zu verabschieden. Nein, nicht ohne, dass ich nicht auch Ihnen danke, Frau Hussmann. Das war ein gutes Gespräch mit Ihnen und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Vielen Dank. Schönen guten Abend.
Ich möchte mich dem Dank nur noch schnell anschließen und die Frage beantworten, die eben auch im Chat ein paar Mal aufkam, wann man das Video oder das Audio denn nochmal anschauen und anhören kann. Wir bemühen uns, ab morgen Nachmittag das Video zu diesem Gespräch für Sie alle zur Verfügung zu stellen. Und ich schließe mich den ganzen Herzen und dem Klatschen nur noch an. Ich danke Ihnen für diese kurzweilige Stunde voller Anregungen, Herr Schlink, liebe Wenke Husmann. Das war wieder so wunderbar, einfach euch zu folgen, zuzuhören. Und ich hoffe, dass wir die vielen, vielen Leserinnen und Leser aus allen Ecken, nicht nur der deutschsprachigen Welt, sondern weit darüber hinaus mit ein paar Inspirationen in dieses Osterwochenende entlassen können. Denn wir haben gelernt, auch Gefühle können dazulernen. Das ist für mich mein absoluter schöner Mitnahmegedanke. Danke dafür. Allen schöne Ostern. Tschüss.